So, jetzt sind wir in Gulde, Gemeinde Stoltebüll. Und wer das Video letztes Jahr, vor ein paar Monaten gesehen hat, wo ich mit Noppe von hier aus wieder nach Hause gefahren sind, da sind wir ja an dem Schild vorbeigefahren, wo es um den Tinkplatz ging. Tinkplatz. Platz zum Denker hieß das Video. Ich verlinke das hier mal. Und jetzt sind wir auf der Straße, wo es da hingeht. Und jetzt frage ich mich gerade, ob Conny uns da jetzt hinführt zum Tinkplatz. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, wenn ich ehrlich bin. Ja. Irgendwo scheint der wohl ausgeschildert zu sein. Da ist er. Abbiegen. Fahr da mal hin. Tinkplatz. Genau. Mal gucken, ob er da rankommt. Ne? Ja, 1 Kilometer sollte man fahren. Das über 1 Kilometer. Ja. Da haben wir jetzt vielleicht die Hälfte davon. Das wird er sein. Das wird er sein. Der Tinkplatz. Da geht's hin zum Tinkplatz. Wahrscheinlich den da oben. Ach, da oben, genau, da oben sind die Steine. Da oben ist es. Da oben. Wollt ihr einmal hin? Ja, da wird zu Fuß nicht. Ja, wollen wir da hin? Nee, nicht unbedingt. Also, siehst du, Ute hat gesagt nein. Also, wir fahren weiter. Wir sind ja schließlich zum Motorradfahren hier und zum Denken. Zum Denken. Genau. Auch nicht schlecht. Also, hier ist der Tinkplatz. Und wer sich den angucken will, der kann hierher kommen. Ich bin halt für alles zuständig hier. Ein paar riesige Steine im Kreis aufgestellt. Ein Mini-Solhelm. Ja, wobei das Stonehenge, das ist ja mehr so. Hat das nicht mehr was mit Astrologie zu tun? Unter anderem, ja. Die sind sich hier eigentlich immer noch nicht sicher. Okay. Astrologie hat ja mit den Jahreszeiten zu tun. Ja. Sagen Sie, es war ein Platz, die Bete, ein ja. Sammelplatz. Ach, die Bühneburg. Ja. Und eigentlich wissen Sie gar nichts. Eigentlich wissen sie gar nichts, ne? Weil so, wer diese Steine dahin bewegt hat, die haben schon was auf dem Kasten. Genau, und während ja ein Tinkplatz ist, ein Gerichtsplatz. Ja. Ja, also praktisch. Ja, was viele Leute nicht wissen, wenn sie in England sind, in Stonehenge gucken, es gibt auch eine holzene Stonehenge. Auch? Okay. Und so kommt ihr von da? Ja, weil der sich wahrscheinlich gedacht hat, scheiß drauf, ich fahre da einfach durch. Wie ein Stonehenge aus Holz gibt's auch, dann heißt das ja Woodhenge, oder nicht? Genau, so okay. Heißt es. Ja. Guck mal, hätten sie mich gefragt, ich hätte es denen auch sagen können. Hey, nee, wenn du Stonehenge aus Holz baut, wie nennen wir das? Keine Ahnung. Auch wenn ich froh, dass ich dich dabei habe, Chris, sonst hätte ich das gar nicht gewusst. Geri, das denke ich mir auch jeden Tag. Rufet mal beim Fritze an, der weiß es bestimmt, wie das heißt, das Stonehenge aus Holz. Hey Fritze, wenn man Stonehenge aus Holz baut, wie soll man das nennen? Woodhenge. Hey Fritze, jawohl. Oh Gott, ey. Das ist
Ich stelle mir da gerade so einen Typen davor, wie von Monty Pythons hier, das Leben des Brian. So völlig plemplem Typen, die meinen, die wären die allerhellsten, dabei sind sie die blödesten von allen. Ja, wenn ich hier durchgängig filme, dann bringe ich ja schon wieder Gigabyte an Filmmaterial mit nach Hause. Oh, schön. Ja, sicher. Das braucht jedes Mal einen halben Tag, um das ganze Zeug auf die Festplatte zu kopieren. Das ist das Problem. Ja. Es ist das und dann muss es alles runterkommen. Und dann muss ich es erst synchronisieren. Das Doofe ist ja, dass die drei Sonys, die fangen ja nicht gleichzeitig an zu filmen. Nein. Ne, meistens, kann sie zwar alle anschalten, aber die fangen nicht alle an. Meistens die am Koffer, die fängt erst so 3-4 Sekunden später an. Ah ja. Die hier vorne, Helm und Facecam, die sind meistens gleichzeitig. Aber die hier hinten, das manchmal dauert es 10-15 Sekunden, bis die überhaupt erst anspringt. Na ja. Aber das sehe ich ja zum Glück hier im Display. Sobald, weißt du ja selber. Ne? Es ist leider nur, dass die drei Symbole da unten links, die sind ein bisschen sehr klein. Man sieht das, den roten Punkt, da sieht man so schlecht. Ja, ich könnte die gar nicht sehen, ohne Brille. Ja. Deswegen würde ich ja ganz gerne so eine App haben, wie sie Rönschrath gemacht hat für seine Apple-Dinger da. Die hätte ich auch ganz gerne für Android. Dass man das richtig deutlich sieht, ob die jetzt filmen oder im Standby sind. Aber ja. Naja, kann nicht alles haben. Einer der Gründe, warum ich meine Kameras ja dann ja günstig verkauft habe, ne? Ja. Haben nur die eine behalten, weil... Eine hast du jetzt noch behalten, eine Facecam. Ja, die Helmcam. Ja. Ja, und jetzt halt die 360er, ne? Und dann, die 360er kannst du sogar als Facecam auch benutzen. Habe ich bei Philtonic gesehen, ja, und das sah richtig gut aus. Das sind richtig gute Aufnahmen da. Ja. Ich habe das auch mal ausprobiert, ich bin gespannt, wie das aussieht. Aber das ist halt bei mir nicht vernünftig machbar. Also praktisch die Kamera hier vorne am Kinn. Weil erstens mal würde ich mir dann das Lüftungsgitter hier zumachen. Das möchte ich nicht. Und vor allen Dingen, ich habe ja die hohe dunkle Scheibe. Dann würde praktisch die Kamera ständig durch die Scheibe durchfilmen. Und das ist ja auch scheiße. Ja. Also ich habe es ja dann lieber hier. Und dann kann man hier zwischen Spiegel und Scheibe kann man geradeaus nach vorne gucken. Ja, genau. Ich finde das eigentlich für das Setup, was ich hier so habe, ist diese Kameraposition die am besten geeignetste, würde ich mal sagen. Alles andere ist nicht so doll. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht hier mit dieser 360er hier vorne. Ja. Gut, die schaut jetzt natürlich über die Scheibe rüber. Die ist jetzt ungefähr in Augenhöhe, ein kleines bisschen höher, 10 cm vielleicht. Und da bin ich jetzt echt gespannt, was da für Aufnahmen mit machbar sind. Ja, das ist schon interessant. Ja. Aber wie gesagt, wenn du das auch als Facecam benutzt, du kannst ja auch von diesen 360 auf normal MPEG. Ja. Und dann kannst du nur als Facecam, der guckt immer ins Gesicht, ne? Ja. Also wie ein Selfie. Ups, ja. Schon wieder. Was ist mit mir los, Alter? Schon wieder ausgemacht oder was? Ja, schon wieder. Während der Fahrt? Das ist auch, ja. Das ist auch cool. Ich sehe das Wasser. Ja, genau. Oh, jetzt fahren wir schon wieder weg vom Wasser. Das war's schon. Mehr gibt's nicht, das reicht. Mehr Wasser gibt's denn? Alles. Wasser ist knapp. Das sind jetzt im Motorradfahrer, die Wasser zu kochen. Ja. Ja, der Grund, warum ich mir die 360 angeschafft habe, ist schon wegen dieser Rundumblick. Ne? Ja, sicher. Das ist ja auch echt cool, dass du nicht mehr dir vorher überlegen musst, wo du hinfilmen willst, ja. Sondern du filmst automatisch in alle Richtungen und kannst dann hinterher entscheiden, welchen Bildausschnitt du in den Film haben. Also die Idee ist super.
Der müsste jetzt nur noch ein kleines bisschen mehr Auflösung haben, damit du ein richtiges schönes UHD, also Ultra High Definition Bild hast, ohne Fisheye-Effekt oder so. Ja, das ist immer da. Also die Auflösung müsste jetzt noch mal so doppelt so hoch sein. So irgendwas mit, was weiß ich hier. Sozi hat auch eine Frage. Ja, welche denn? Wenn du dich jetzt entschieden hast, aus welcher Perspektive du das haben möchtest, ist das dann für die ganze Zeit oder nur dann den Moment? Nee, du kannst das... Das immer wieder variieren. Aus dieser Rohaufnahme kannst du so viele verschiedene neue Perspektiven und neue Filme rendern, wie du möchtest. Du kannst also aus einer Aufnahme von dieser Kamera zwei Filme machen, wo die eine die ganze Zeit jetzt nach vorne zeigt und die andere, die zweite Aufnahme, die dreht sich ständig im Kreis und guckt andauernd irgendwo hin. Aber das ist dann der zweite Film? Das wäre dann ein zweiter Film, genau. Okay, das war nämlich meine Frage, ob du während des Filmes die Perspektive nochmal wieder ändern kannst. Nein, während der Aufnahme brauchst du das ja nicht. Die Kamera nimmt das jetzt auf. Die nimmt jetzt in alle Richtungen, die jetzt hier ein Objektiv und auf der anderen Seite auch ein Objektiv. Das habe ich verstanden. Aber wenn ich jetzt den Film mir Gesicht oder wenn ich jetzt dabei bin, einen Film zu machen, dann möchte ich einmal die Perspektive haben und in den nächsten 5 Sekunden die andere Perspektive. Ja, ist ja kein Problem. Kannst du das machen. Ja. Das kannst du noch machen. Ich kann dir das zu Hause zeigen. Ich muss da mir nur die entsprechende Software erst runterladen. Habe ich ja alles noch nicht. Das kann ich dir heute Abend zeigen, da habe ich so ein kleines Tipp gemacht. Genau, oder wir gucken uns das bei Gary auf dem Laptop an. Ich habe da ja einmal nach vorne und dann während des laufenden Films zeigt er dann meine linke Seite. Genau. Ja. Und dann nach hinten oder im Gesicht, dann kann man drehen, wie man will. Also das, was die Kamera hier aufnimmt, das ist noch kein fertiger Film. Sondern das ist Rohmaterial, aus dem du dann hinterher zu Hause das machen kannst, was du willst. Die Perspektive und den Blickwinkel und die Richtung bestimmen kannst. Und zwar nicht nur fest, sondern du kannst das auch ständig variieren. Du kannst sagen, ich möchte jetzt hier in die Richtung gucken und 2 Sekunden später möchte ich in eine andere Richtung gucken. Ja. Na? So, und aus dem, was man dann sich dann da zusammenklickt, da macht man dann so ein MP4 oder so ein MPEG draus. So, und das Schöne daran ist, du hast ja die Schone oder einmal seitlich oder einmal hin. Das schwingt dann. Das schwingt während des Films einmal rum. So, und mit der Aufnahme, die kann ich dann mit den Aufnahmen von meinen 3 anderen Kameras, kann ich die dann zusammenschneiden. Aber dann kann ich, zu dem Zeitpunkt kann ich dann nichts mehr ändern. Das ist dann ein fertiger Film und der bleibt dann so. Wenn ich andere Perspektiven haben will, dann muss ich aus diesem Rohmaterial einen neuen Film herstellen. Aber den kann ich dann wieder damit verwenden. Dann hätte ich also praktisch dann 2 verschiedene Perspektiven aus einem derselben Rohaufnahme und könnte daraus dann wieder verschiedene Variationen in ein Video packen. Genau. Also das ist alles schon extrem cool, ne? Aber wie gesagt, so cool wie das jetzt auch schon ist, aber ein bisschen mehr Auflösung wäre schon nicht schlecht. Da muss ich mal am Computer gucken, was du denkst. 5,7K hattest du ja gesagt, macht die, ne? Ja. Irgend sowas. Also, das Rohmaterial, ja. Also so, ich denke mal so 8K oder so wären schon nicht schlecht. Guck mal, Spatze. Da ist sie doch, die Pfütze da. Namens Ostsee. Guck mal, hier das Meer, Spatzel. Ja, hier kannst du mich absetzen und heute Abend wieder abholen. Spatzel ist ganz ergriffen doch.